Salut zusammen, zur neuen Folge Minecraft World. Und jetzt nochmal für das deutsche Publikum, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft World. Ja, ich bin gerade hier in unserem Rathaus, das eigentlich noch nicht viel anders aussieht. Hier oben wollte sie einmal Wiggle einrichten, so wie ich mitgekriegt habe. Aber das ist wohl ein bisschen vergessen gegangen. Nee, wieso ich hier bin, ich will euch mal die Baustelle von Wiggle jetzt begutachten. Der hat letzte Zeit sein Schiff weitergebaut und das sieht schon richtig langsam gut aus. Er hat noch letztens gemeint, was hier? Also, seine Stand gebaut, ja, okay, alles klar. Lauter Imbus. Er hat sich nicht bereichert. Ja, wenn man einen Stand baut mit Dingen, die man sich ercheatet, und jetzt kannst du mir ja nicht sagen, Jan, dass du keine 20 Stacks Diamanten ercheatet hast, dann ja, dann ist dann die Frage, was man davon halten soll. Ja, ich muss mal Richtung Baustelle von Eisbahn. Ich möchte es bewusst mal zu Fuß abgehen. Das war wirklich die Maße, die hier sind. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Tunnel schon mal gesehen habt. Das ist unter meinem Schlosses, habe ich hier mal was ausgehoben. Als ich mal ein bisschen Zeit hatte, hier sind die Eisenfahren, die man schon kennt. Und ziemlich viel Tunnelsystem. Und hier unten sollte irgendwann was entstehen. Ich bin mir nicht genau was, aber hier entsteht da mal was. Ja, eine Farbe und die Edge. Ja. Wir haben jetzt hier einen Multiverse-Server, wir haben jetzt auch einen Speedbuild-Server inzwischen auf Minecraft World integriert, auf einem einzelnen Server oder einzelnen Map. Das wird noch, ich denke, wir werden dann nach dem Schloss mal eine Art Portalraum erstellen, wo man dann verschiedene Bereiche hinkommen kann. Auch Bereiche, die wir dann hier noch definieren haben von Portalen. Ja, Ninja, wenn du das hier siehst, es wäre schön, wenn du hier mal diese Straße vervollständigen würdest. Irgendwie kann es ja nicht sein, dass man hier ins Nichts geht. Irgendwie. Ich frage mich, wie das eigentlich zustande kommt. Wieso hat man eigentlich hier eine Straße gebaut, die dann eigentlich aufhört und dann muss man hier quer durchs Beet laufen, um. Was denn hier passiert? Ich hoffe, das ist ein Junk-Fehler. Ah, okay. Was ist das hier? Baufest Gebäude. Ich nehme jetzt mal an, dass die Tafel schon lange hier, weil Shooter habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich denke auch nicht, dass die Videos überhaupt schaut, bis sie überhaupt geschaut hat. Keine Ahnung. Ja, hier sehen wir noch einen kleinen Blick auf Lukes Kirche. In dem Fall grüße an Luke. Darfst gerne mal wieder weiterbauen. Zombie? Oh oh. Dann rennen wir besser mal. Ich bin nicht sicher, ob ich hier aggressiv gesinnt bin. Ja, ich hätte auch die Schienen, die Zug nehmen können, fällt mir gerade ein. Das gibt es ja auch noch. Zum Bauen, auf der immer noch nicht fertig ist, in meinem Schloss. Da ich nach weitermachen. In der Zeit habe ich überall Baustellen wie und ich weiß nicht, wo ich genau weitermachen soll. Ja. Jetzt kann ich wohl echten Zug nehmen. Ich habe den echten Zug. Kurzen Lore mit, so. Jetzt springe ich mal hier ganz kurz hier auf diese Schiene. Kann man von da drüben runter springen? Achso, aber immerhin, der Eismann hat das hier mit schön Liebe gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, eigentlich würde es ja nicht gehen hier. Ich springe trotzdem mal rüber. So. Weil hier hat er alles doppelte Mauern gezogen. So. Weil die Schiene hat schließlich Eisbahn gebaut. Und da werde ich mir diese ein bisschen würdigen, indem wir diese auch benutzen. Ja, falls noch jemand fragt, ich spiele immer noch auf Version 1.7.10. Hat der Grund, weil noch die Plugins noch nicht umgestellt wurden. Von Nitrado her. Dementsprechend sind wir jetzt noch hier. Okay, dann nehme ich den nächsten Zug bis zum Bahnhof. Oder, ja, bis zum Schiff meine ich natürlich. Da kam wieder eine Mail rein.
Info, dass YouTube ein Video von mir bearbeitet. Sehr schön. Hier ein bisschen verlegen Blick auf den Vergnügungspark. Und jetzt kommen wir langsam an den Ort der Geschehnisse. Ach du Scheiße, das macht der Creeper auf der Spur. Lass mich durch. Puh, Glück gehabt. Ja, da kommt er schon. Das Riesenschiff von Wiggle und dessen Schornsteine, die auch schon zu sehen sind. Eigentlich wollte Wiggle mal hier einen Hafen hinbauen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das auch zustande kommt, weil er hat ja schon geredet von ein neues Projekt überlegen. Da hätte ich mal einen eine Meldung, Wiggle. Wie wäre es, wenn ein neues Projekt, Hafen. So, ich gehe. Ist das jetzt neue Schilder? Was sind das Schilder? Hier baut Wiggle. Das Schiff geht los. Okay, das muss schon ziemlich lange her sein, was das hier hingestellt wurde. Da habe ich nie geachtet, was hatte ich so hier drin? Ton. Und das sind alle anderen Zeug, was ich eigentlich wohl dabei hatte. In der Tour sehe ich ja eh nur mein Zeug. Was ist das gewesen? Also Kettenend. Ja. Gehe ich mal so oben in die Höhe. Wir sehen schon, Wicker hat bereits die Schornsteine gebaut. Kann man da eigentlich rein? Sind die hoch? Ist tatsächlich hoch. Oh, was ist das, Wicker? Hä? Also, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Der hat die gebaut und hat dann sie hat durchgehauen, damit er eine gerade Linie ziehen konnte. Ach so, klar. Also wenn es wirklich originalgetreu wäre, müsste man die Hölzer eigentlich auch noch austauschen, weil das kann nicht sein, dass ein Schornstein hier nach Holz kommt, wo plötzlich vielleicht durch die Wärme entzünden könnte. Ist ja nicht so ganz klar. Aber die Schornsteine haben schon einen Grund, dass sie hier runtergehen, weil eigentlich müsste hier unten ein Ofen oder was Ähnliches stehen, mit denen die verbunden sind, rein theoretisch. Also das hat schon Sinn, dass es durch das ganze Schiff durchgehen, diese Schornsteine hier. Und ja, mit der Schräglage sind sie sich ein bisschen Titanic-mäßig. Wir haben ja gestern uns entschieden, dass wir das obere Deck, hatte ich jetzt das Deck hier oben nochmal hochgezogen, dass wir das wegnehmen, weil es ja schließlich, ja, nicht so klotzmäßig nachher sein soll. Hier oben soll noch das Führerhaus entstehen, wo dann das Schiff gesteuert wird. Wieso das hier gemacht hat, weiß ich zwar jetzt ehrlich gesagt nicht, ob hier noch eine Wand reingezogen wird. Wenn wir dann noch sehen, hier werde noch alles ausbauen müssen mit Holz, unser Wiggle. Und ja, das Schiff wird auch eben kreativ gebaut inzwischen. Anfänglich hat es ja noch wirklich so weit gebaut, mit Hilfe von Spielershops, aber da diese auch nicht mehr so effektiv gefüllt werden, hat er sich auch entschlossen, das jetzt weiter auf kreativ weiterzubauen, damit das Schiff auch endlich mal fertig wird. Ich hab gedacht, ich helfe sogar kurz, indem ich mir ein bisschen Holz mal verbaue. Ich finde nicht, wie viele Blöcke der schon verbaut hat, wenn ich das so überlege. Gut, bei mir sind es auch schon einige tausend Blöcke, wenn ich das so denke. Kann ich hier mal schauen, die Statistik sehe ich doch irgendwo, oder? Statistik. Ja. Gelaufene Strecke. 847 Kilometer. Gut, ich habe mehr geflogen, das sieht man schon. Ich bin sogar schon Schwein geritten, Mann. Na gut. Blöcke. Wie wir sehen, das was war hier hergestellt. Nee, benutzt. 21.000 Holz. Das gab der Rekord, hä? 21.000 Holz. 62.000 Half-Slabs. Ja, man sieht schon. 58.000 Steinziegel. Das sind schon Summen, die hier gesehen werden. Das ist schon krass. Ich habe 1022 Pigmen, Zombie-Pigments getötet. 1220 Skelette. Das sind auch echte Zahlen hier, teilweise. Alte Hinfisch getötet? Kann gar nicht sein. Das ist ein Fehler, ich habe schon mehr getötet. Aber wahrscheinlich gelten diejenigen, die selber verrecken, Luftmangel und so, dann eben nicht. Na gut. Ja, also wirklich, das Schiff wird wirklich super und ich bin schon gespannt, dass es wirklich komplett fertig ist.
wenn es dann eingeweiht wird. Und die können mal echt einen Hafen bauen. Und das ist ein kolossales Ding halt auch entsprechend vom Schiff mit einem Steg, wo man dann reinkommt. Ach so, ich hatte mit Gitarre gearbeitet. Ja, kann man auch nicht rausfallen. Oh doch, man kann. Man könnte. Oh, ich merke jetzt gerade was. Wie? Hast du gemerkt, dass du hier unten mit House Labs gearbeitet hast? Und dann oben nicht mehr? Das ist die Frage, ob du das dann auch so machen möchtest, weil mit den House Labs konnte man natürlich dann wie hier halt auch noch raus. Gut, Anweg könntest du rein theoretisch. Na gut, du hast eine Mauer. Na gut, das ist ja deine Entscheidung, das musst du dann wissen. Das ist dann wieder halt noch mehr Aufwand, weil du wieder alles neu legen musst. Aber materialtechnisch ist ja kein Problem, da du kreativ bist. Ja, hier sieht man noch ein bisschen Querschnitt vom Schiff. Kann kurz reinschauen, wie es aussieht, zum Kombüs und so. Aber das hat schon echt Volumen genommen, muss ich echt zugeben. Ja, und was sind nicht sehr viele. Ja, und hier hat es noch ein bisschen Lavaflüsse, man sieht das gerade hier. Die Chunks sind immer nicht richtig geladen. Das ist auch der Grund, wieso ich total sinnlos finde, dass es jetzt mit 1.8 die Möglichkeit auf 32 Chunks einzustellen, weil es ja auch extrem viel zu groß ist, wenn ich ehrlich bin. Minecraft hat meistens schon Probleme, überhaupt die 16 Chunks anzuzeigen. Und dann geschweige noch 32, das ist ja schon ein bisschen übel, muss ich echt zugeben. Übel, übel, übel. Ja, ich wurde letztens noch erwähnt, dass ich was übersehen hätte, als ich im Hub war. Ich will mal ganz kurz schauen, ob ich das sehe, vielleicht. Wo komme ich denn hier raus? Bö? Hallo? Ich wollte gar nicht raus. Freizeitpark. Dorf Jan Frosselt. Okay. Ich bin nicht im Dorf von Jan Frosselt irgendwie. Hier ist ein Freizeitpark. Also hier hat es echt ein Bier war an Tür und so weiter. Was ist das hier? Sie ist auch zu Ende fahren. Okay. Also hier ein echtes Verbindungsportal-Zeugs hier. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich komme zu Ninja, aber das ist nicht der Fall. Was steht hier? Achte mal, bequeme Gleise auf mein Card achten. Okay. Fahrkartenauskunft, Schalter, Fahrkartenauskunft, Schalter 1, okay. Ja, damit machen wir es einfach ganz einfach. Machen wir Spawn. Oder warte mal, ich glaube Homebau, oder? Homebau. War gerade Ninjas Bau. Okay, was passiert? Und ich bin bei Ninja. Ja, okay. Da hat es nämlich geheißen, wo ich ins Enderportal letztens ging, ich hätte was übersehen. Jetzt tue ich das Enderportal, hier ist es. Fast nicht zu übersehen. Ich hätte da irgendwas nicht beachtet. Da frage ich mich natürlich jetzt gerade, was das damit gemeint hat. Bibliothek, Bibliothek. Irgendwas habe ich nicht, hätte ich nicht gesehen. Ich schaue gerade, ob ich irgendwas Auffälliges hier sehe. Ich sehe einen Esel. Ach, hat Ninja sich hier hingebaut? Hi Ninja! Ach, du siehst ja immer noch so aus wie früher. Unglaublich. Ne, Ninja von der Welt. Okay. Kannst du einen kleinen Tipp schreiben bei dem Video, was du genau meintest? Ich sehe gerade nichts Spezielles. Und nichts Neues, habe ich das Gefühl. Weil dein Bibliothekeingang habe ich gesehen beim Video letztens. Habe ich doch mitgeteilt. Ich glaube, das ist wirklich nichts. Also, wenn du das hier gemeint hast, Nina, das habe ich gesehen. Habe ich schon ein Video gehabt, sogar gezeigt. Aber soll es nicht das gewesen sein, da musst du mir das bitte in den Kommentar schreiben, damit ich das sonst beim nächsten Folge berichtigen kann.
Na gut, die Folge ist eh vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Das heißt Minecraft World. Tschüss.